Hallo und herzlich willkommen zu GrauTV Film Ausgabe Nummer 30. Aufgabe Nummer 30. Und das passt, denn in der 30 ist auch eine 3, wie in Deadpool Deadpool 3, sollte man meinen, aber so heißt er gar nicht, sondern Deadpool and Wolverine. Oder X-Wolverine. Und wie sie letztens revealed haben bei einer Late-Night-Show, dass es ursprünglich Deadpool and Friend heißen sollte. Aber es ist dann doch Deadpool and Wolverine geworden. Und ja, den haben wir jetzt gesehen, ja. Mit etwas Verspätung im Kino. Er erfreut sich großer Beliebtheit ja. Aktuell. Jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, hat er gerade die 700-Millionen-Marke innerhalb von etwas über einer Woche ja. Überschritten. Und ja, die Critic-Bewertungen sind auch alle gut. Und ja, es läuft für den Film. Jetzt wollen wir euch sagen, erstmal spoilerfrei, genau. Dann mit Spoilern, bin ich ziemlich sicher bei diesem Film, warum es uns auch so geht. Das stimmt allerdings. Kann man gleich zusammenfassen. Ja, apropos zusammenfassen, fassen wir ganz kurz so ein bisschen die Story zusammen, ja. Wo es eigentlich hingeht. Also Deadpool 3 spielt chronologisch auch wirklich nach den ersten beiden Filmen ja. Weiter. Und ja, man braucht so Voraussetzungen, muss man so ein bisschen Wissen haben zumindest, was Loki Staffel 1 zumindest angeht, dass man so ein bisschen weiß, mit was eigentlich da auf sich hat, nämlich die TVA spielt eine Rolle. Ja. Denn es geht darum, dass halt in dem Universum vom guten Deadpool, dass dort halt er selber eigentlich gerade ein friedliches Leben machen möchte mittlerweile, dass er eigentlich nicht mehr der alles tötende Merc sein möchte. Und ja, das geht auch alles ein bisschen schief, weil auf einmal herauskommt, dass sein Universum halt irgendwie so am Sterben ist. Weil irgendwie ja. Die Ankerperson, wie wir jetzt erfahren, seines Universums ist verstorben. Ja. Wie sich herausstellt, dass das anscheinend Logan war. Und dass deswegen sein Universum so langsam stirbt. TVA will halt sein Universum noch mehr vernichten. Und seine Mission ist es jetzt halt irgendwie, das zu verhindern, indem er halt einen anderen Logan irgendwie dazu ja. Holt. Ja, das ist zumindest die Mission, die Deadpool selbst sich auferlegt. Denn eigentlich sagen sie ihm, hey, wir wollen dir das ermöglichen, was du dir immer gewünscht hast. Genau. Wir schicken dich in die Sacred Timeline, ja. Also in Universe 616, zu den Avengers und du kannst ein Avenger werden. Ja. So. Ja, und ja, als er dann quasi sagt, ja, und wenn ich dann zurückkomme und das den Leuten erzähle, sagt, wird jemand offenbart, ja, du zurückkommen ist eher nicht mehr ist so. Nicht so. Und dein Universum wird sterben. Und der Mr. Paradox, der TVA-Verantwortliche da, der will das halt auch ein bisschen beschleunigen, weil er keinen Bock hat, jetzt 1000 Jahre diesem Universum beim Sterben zuzugucken. Ja. Und deswegen will er einen sogenannten Time-Clipper einsetzen, um das Universum quasi innerhalb von 72 Stunden abzuschneiden. Genau, komplett zu vernichten in irgendeiner Form. Ja, ja. Und das ist eigentlich die Story des Films erstmal so ganz grob. Ja. Bei der Prüfung generell ist die Story immer sehr, sehr wichtig, muss man sagen. Ja. ja, und wir können ja da vielleicht einmal kurz bei bleiben, weil ich fand tatsächlich, dass die Story, ja, also wenn man sie jetzt zusammenfasst, passt sie auf ein Blatt Papier. Ja. Das ist halt einfach so. Aber ich fand halt trotzdem, das, was man an Aufbau, warum geht er überhaupt in andere Multiversen, warum ist da jetzt ein neuer Logan und so weiter, dass das alles schon schlüssig war das innerhalb stimmt. Dieses Deadpool-Settings. Und vor allem, ich bin ja der No Way Home-Hater hier vom Herrn, vor allem hat es für mich so viel mehr Sinn ergeben, diese Motivation, ja. Warum er das alles tut, als das bei No Way Home, weil sie da ja wirklich gesagt haben, basically, ja, zwei von Peter Parkers Freunden können nicht auf ihr Wunsch-College. Ja. Und deswegen lässt er die ganze Welt brainwashen, ist aber ein bisschen doof, genau wie Dr. Strange, und deswegen geht alles vor die Hunde. Ja, so ziemlich das. So. Also vor allem, dass Dr. Strange ein bisschen doof ist, ja, ja. Durchaus. Und ja, und hier, also so dieses Ding, dass ihm halt offenbart wird, ja du, wir wollen dein Universum ein bisschen schneller abkanzeln, als das nötig wäre. Ja, und dass er dann quasi diesen Schritt geht als Deadpool, der ja auch Wissen über das Universum hinaus hat, dass er dann sagt, ja okay, dann hole ich halt einen neuen Logan. So fand ich erstmal einen guten Aufhänger ja. Für das Ganze. Und ich fand's cool, dass wir mal einen Einblick in die böse Seite der TVA sozusagen bekommen haben. Also klar, die haben auch vorher schon durchaus relativ rabiat mal durchgegriffen. Ich habe jetzt Loki Staffel 2 nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Deswegen weiß ich nicht, was da so da passiert. Da gibt es auch viele böse Seiten von TVA. Aber ja, es war jetzt für mich als jemand, der das nicht gesehen hat, mal ganz cool, dass da, okay, hier ist einfach mal ein Bösewicht bei der TVA und nicht einfach nur, wir überwachen das, wir passen auf naja. Und dann läuft das. Ja, und dann kann man halt wirklich sagen, letztendlich
haben Logan und Deadpool zusammen so funktioniert, wie wir uns das, glaube ich, alle gewünscht und erhofft haben. So ziemlich, ja. Also die Chemie zwischen Hugh Jackman und Ryan Reynolds ist fantastisch einfach. Ja. Wie die beiden da aufeinander losgehen und miteinander auf die Feinde losgehen, war fantastisch. Die Kampfchoreografien haben sie sehr, sehr cool gemacht. Bei den großen Massenschlachten war es ein bisschen sehr shaky von der Kamera her, sodass man nicht mehr so viel sehen hat. Aber vor allem haben sie aber auch versucht, einfach mal so komplette einzelne Kamerafahrten einfach nur drauf zu halten, während halt komplette Kampfchoreografien halt irgendwie passieren. Und halt die gesamten vierten Wandbrüche von Ryan Reynolds dann halt gegenüber der Kamera. Es gibt eine Szene, wo er halt wirklich legit einfach zu dem Paradox sagt so, one second, irgendwo hinrennen, die Kamera wirklich, das Bild einfach wirklich nimmt, da in die Kamera reinschreibt, das Mikrofon von der Seite noch nimmt und reinschreibt und dennoch das Kamerabild zerschlägt, bevor wieder zu Paradox hingeht, aber es ist nichts passiert. Also der Film Wandbruch ist sehr, sehr strong in diesem Film. Ja. Und was er auch noch so gut ist halt einfach, dass es eine riesige Parodie auch gegen Disney einfach komplett ist und Disney hat das alles durchgewunken. Also es gibt so viele Seitenhiebe gegenüber Disney und natürlich auch 20th Century Fox und. Und trotzdem, trotz aller krassen Parodien oder Seitenhiebe und so weiter, ist es trotzdem an vielen Stellen auch sehr nostalgisch, weil es halt auch eine große Liebeserklärung und Abschiedserklärung so ein bisschen ist an die ganzen alten 20th Century Fox Filme, die ganzen alten X-Men Filme, die alten Fantastic Four Filme und. Und das ist halt schon sehr cool, diese ganze Mischung irgendwie zu haben. Und es gibt dann auch ein, zwei sehr, sehr coole Cameo-Auftritte, die auch für die Story tatsächlich ja auch sehr schön sind und wichtig sind. Und das war einfach alles insgesamt sehr, sehr cool. Ja, und ich war dann tatsächlich auch überrascht, dass für mich dann am Ende des Films sogar Emotionalität funktioniert hat. Also nicht nur wegen Nostalgie, weil das habe ich ja auch bei No Way Home schon betont, dass das Problem für mich, glaube ich, so ein bisschen ist, dass ich gegenüber Nostalgie relativ unempfänglich bin, meistens. Und das war halt, und der Film war halt, guck mal, Nostalgie. Ja. So, und ich finde, auch das haben sie hier besser gelöst, stellenweise, weil halt, ja, entweder waren es wirklich so kleine, nette Cameos, oder halt die Charaktere hatten wirklich genug Sinnvolles zu tun, um auch eine Rolle zu spielen. Ja. Aber ja, ich finde halt, es hat dann halt am Ende wirklich davon gelebt, dass, ja, Deadpool und Wolverine halt irgendwie zusammengehören und dass man halt auch wusste, die beiden wollen das unbedingt, und ich glaube, dieses Hintergrundwissen, wie viel das den beiden bedeutet hat, hat dann auch nochmal mit reingespielt so. Aber es war dann wirklich, kommen wir da im Spoiler-Part zu, es war dann wirklich, finde ich, auch emotional rund geschrieben am Ende. Und ja, hat dann aber trotzdem irgendwie in seinem Gesamtwerk sogar auch nostalgisch für mich funktioniert, obwohl ich nicht mal so der krasse X-Men-Fan bin. Also ich finde die cool. Ich habe auch alle Filme, also zumindest alle alten Filme, mal gesehen und fand die gut. Ja. Aber es war jetzt auch nichts, wo ich dachte, boah, werde ich mir jetzt noch 5-mal angucken. Ja. So, und war aber trotzdem eine runde Sache. Der Humor, wie du schon sagtest, hat für mich auch weitestgehend funktioniert. Es gibt bei Deadpool halt diese eine Sache, die halt zu dem Charakter gehört, aber die ich persönlich halt einfach nicht lustig finde. Das sind diese ganzen Sex und Vulgärhumor-Sachen, so, also auch dieses, das Dogpool, hat man ja schon im Trailer gesehen, ihm permanent im Mund rumschlabbert und so weiter, das finde ich einfach nicht lustig. Also da sitze ich einfach da und denke so, ja, gehört wohl zu Deadpool dazu, muss man halt machen, okay. Aber selbst die Szenen haben manchmal funktioniert, weil einfach dann Wolverines angeekelten Blick im Hintergrund zu sehen, der wirklich so, oh nee, jetzt ist dieser Hund wieder da. Ja. So, hat gut funktioniert, aber ja, das meiste war halt wirklich sehr, sehr lustig, und wie gesagt, gehen wir im Spoiler-Part auch noch drauf ein. Also, wie offen die sich trauen zu sagen, quasi, ist alles gerade ganz schön scheiße im MCU, ne? Ja, wirklich. Hat mich wirklich überrascht, dass auch Disney quasi und Kevin Feige offenbar die Größe haben zu sagen, ja, war nicht gut die letzten Jahre. Ja, so, und das dürft ihr auch ansprechen. So, basically. Ja, allein, dass er sich sogar als Marvel Jesus die ganze Zeit bezeichnet, dass er jetzt der große Messias ist, hier um das MCU zu retten irgendwie, ist ja auch so herrlich. Und ja, also er hat den gesamten Film durch, macht er halt sich wirklich über alles irgendwie lustig. Also einfach über diese ganze neue Phase vom MCU und so weiter. Und halt auch seitdem wir gegen alle noch
kommenden Filme, was sie so ein bisschen planen irgendwie. Ja. Und das ist schon wirklich sehr, sehr ja, lustig, fantastisch einfach. Aber erstaunlich, dass Disney das durchgewunken hat. Ja. Also das muss man wirklich sagen. Ja, und also ich glaube, bei mir war es wirklich so, dieser Film ging los und ich glaube jetzt den Anfangsspoiler, zumal es auch alle schon gesehen haben, ist jetzt kein Ding. Also ganz am Anfang des Films sagt er halt im Prinzip so, hey, ich weiß, was ihr alle denkt. Ihr wisst, wie dieser Film heißt. Und ihr fragt euch sicherlich alle, wie werden wir es schaffen, einen Film mit Deadpool und Wolverine zu machen, ohne dass wir das Erbe von Logan mit Füßen treten? Die Antwort ist, machen wir einfach nicht. Ja. So, weil er ist doch nicht tot. Das ist, er hat unendliche Heilungskräfte. Er ist nicht tot. Der liegt da unten. Ich werde ihn jetzt ausbuddeln und dann ist er da. Und dann hört man nur aus dem Grab raus, fuck! So, und dann fängt er an, auf dieses Adamantium-Skelett einzuschlagen. Und ja, zu Bye 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 von NSYNC kommt dann die TVA und Deadpool danced den NSYNC-Tanz und währenddessen verprügelt er die TVA auf blutigste Art und Weise mit dem Adamantium-Skelett von Logan. So, und also ich fand's großartig. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sagen, ja, allein das schon ist jetzt das Erbe von Logan mit Füßen treten, wo ich denke, ja, was ist Deadpool? Ja. So letztendlich. Ja. Und ich fand halt wirklich, dass sie gleich am Anfang klar gemacht haben, pass auf, der Logan aus Logan ist tot. Da erinnern wir auch nichts dran. So, deswegen, also auch die Leute, die jetzt geschrieben haben, oh, der Tod bedeutet jetzt nichts mehr, da bin ich so, ja, doch. Also es wird ja sogar charakterlich noch aufgegriffen später. Ne. Und ist aber gleichzeitig unglaublich lustig und unglaublich kreativ für die Opening Credits ja, genutzt. Wirklich. So, ja, also nachdem ich die Szene jetzt gesehen hatte, ich wusste im Vorfeld ja nur, dass es so eine Tanzszene gibt. Und ich hatte halt vorher einen Tweet gelesen, wo jemand schrieb, ja, hier diese Szene aus She-Hulk, wie sie twerkt mit Megan Thee Stallion und das sind exakt dasselbe. Nur das eine hatet ihr und das andere irgendwie nicht. Also und ich so, und nachdem ich diese Szene, woran liegt das wohl? War dann so, Sexismus. Ja. So, und ich habe diese Szene gesehen und war so, ja, weil das eine zutiefst kreativ ist, als Opening eines Films, als gleichzeitig Ehrung der Vorgänger und Humor und Opening Credits in einem. Charaktergetreu, es ist zutiefst kreativ und das andere ist, hey, sie twerkt. Ja. So, also das überhaupt zu vergleichen ist so schwierig. Ja. Und ja, da irgendwie gleich von Anfang an hatte der Film mich und ja, dann rollen sie es halt zurück, warum und so weiter und so fort. Und ja, schaffen da, finde ich, eine ganz, ganz gute Sache. Und ja, bei Action muss ich sagen, ich finde, die hat immer dann, war sie gut gefilmt, wenn sie gut gefilmt sein musste. So, also es war, ja, es gab super viele Szenen, wo einfach super schnell gecuttet war, damit man jetzt nicht zu viel Choreografie investieren muss und so weiter. Aber ja, ich finde, in der Opening-Szene war es super gelöst und auch später in einigen Massenkämpfen. Es gibt einen, finde ich, sehr, sehr coolen Kampf in einem Honda. Ja. In einem Auto und der ist so fantastisch für dich, so kreativ im Auto, wie sie halt da immer wieder ins Auto reinspringen, ja. Und sie dann gehen sie aufs Maul zu geben. Finde ich super gut. Und ja, wie gesagt, dann spielt diese eine Kamerafahrt mit hunderten Gegnern irgendwie, wo sie aber einfach draufhalten. Fand ich auch fantastisch. Vor allem mit den ganzen Schauspielern, die halt auch dann Panik immer wieder haben, oder so wegzukommen und sonst irgendwas. Ja. Haben sie sehr, sehr cool gemacht. Ja, und genau, also ansonsten aber auch so, also dieser Meta-Humor funktioniert halt auch wieder sehr, sehr gut. Also, dass, ja, Deadpool halt klar ist, dass er hier gerade in einem Film stattfindet letztendlich. Und ja, dann auch so Sachen sagt wie so, warte Logan, gib den Extras etwas Zeit, um wegzukommen. Und dann rennen halt die ganzen Side-Schauspieler erstmal weg. Was er noch so sagt, weil er mir so, los, geh jetzt, steh. Ja, also hat mir gut gefallen. Der Soundtrack ist sensationell. Also wir haben wirklich so alles an Pop-Songs und so und ikonischen Songs der letzten 30 Jahre irgendwie nochmal rausgekramt. Vor allem 90er halt wirklich irgendwie. So. Ja, also wie gesagt, es ist ja auch wohl so, dass, also hat man im Trailer schon gesagt, dass Madonna wohl Like a Prayer beschützt wie ein Baby und sie wohl sogar ans Set geflogen wurde. Und weil einer ihrer Söhne großer Fan von Deadpool ist, hat sie nur zugelassen, dass dieser Song benutzt werden darf. Ach, lustig. So, okay. Weil die wohl sehr protective ist, was ihre Songs angeht, so an sich. Ja, und alles war im richtigen Moment und wurde passend eingesetzt. NSYNC haben übrigens haben Bye 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 umbenannt in den Song aus Deadpool.
so und so weiter. Also ja, man merkt schon, das ist hat ziemlich Wellen geschlagen, ja. Das Ganze. Und ja, also ich finde, für mich das Einzige, was man dem Film vorwerfen kann, wir haben ja vorhin schon mal gesagt, die Story passt, wenn man sie zusammenfasst, auf Blatt Papier, dass ich finde, er hat einen guten Aufhänger und er hat einen guten Abschluss am Ende für das Ganze. Ja. Aber letztendlich ist der komplette Mittelpart dieses Films eigentlich nur dafür da, um alles Mögliche an Charakteren reinzuwerfen. Und da ist dann auch nicht... Also im Prinzip ist so, sie treffen auf die Bösewichtin, werden zurückgeschlagen, ganz viel Charaktere, Showdown mit der Bösewichtin und dann gehen wir in den finalen Akt. So, so ein bisschen. Ungefähr, ja, genau. Und im Prinzip, wenn man es mal genau nimmt, passiert in dieser Zeit nicht viel, was in irgendeiner Form. Hat sehr viele lustige Sachen halt einfach irgendwie. Ja. Also das passiert halt so ein bisschen und ja, also es hat trotzdem Spaß gemacht, das alles zu sehen, so wie gesagt. Ja, und ich glaube, ich hatte ja im Vorfeld auch die Hoffnung, dass ich gesagt habe, ey, ich erwarte hier was relativ No Way Home ähnliches. Nur, dass ich mir hoffe, dass das mit einem Deadpool, dem halt klar ist, was das hier alles ist und dass es ein Film ist und dass es ein Marvel Cinematic Universe gibt und so weiter, dass es damit einfach besser funktionieren wird, weil er das dann halt auch noch kommentieren kann, was da gerade passiert und das halt primär humoristisch ausgespielt wird. Das Hauptproblem für mich bei No Way Home war, dass wir ja zutiefst investiert sein sollten in Arc von Peter Parkers und so weiter. Und ab dem Moment, wo die Peter Parkers zusammen, hat es ja auch wieder funktioniert irgendwo. Aber gerade, also es fiel mir unglaublich schwer, in diesem Film mit Peter Parker mitzufiebern, weil ich dachte, also es ist so strunzdumm, was hier gerade passiert. Und ja, auch am Ende die ganze Auflösung und so war für mich so, das könnte man anders lösen. Also er schafft hier gerade Dramatik um der Dramatik willen. Ja, richtig. Und weil Deadpool das halt gar nicht will, funktioniert es für mich halt besser, das so zu machen. Ja, das stimmt, ja. Genau. Ja, und ich glaube, ansonsten müssen wir jetzt eigentlich auch schon ins Spoiler-Territorium Spoiler. Ich überlege auch jetzt, wenn ich noch nichts Spoiler-mäßiges so sagen also, möchte. Also, wir können ihn empfehlen. Ja. Also, schaut ihn euch an, es ist wirklich fantastisch. Es ist super Popcorn-Unterhaltung, man lacht drüber, man fühlt sich ein bisschen nostalgisch, wenn man sich so ein bisschen mit anderen alten Superhelden-Filmen so ein bisschen auskennt. Also ich glaube auch, ja, selbst wenn ihr, wie wir ja auch vom MCU, im Moment ein bisschen müde seid, kann man wirklich sagen, also das hier ist angenehm nicht MCU im Prinzip. So, es kommentiert das zwar, es spielt in dieser ganzen Sache drin, aber es ist sehr angenehm nicht MCU. So. Und theoretisch, also das Einzige, wo man so ein bisschen vielleicht mal gucken müsste, ist, dass man vielleicht von TVA Bescheid weiß, also Loki Season 1, aber alles andere ist egal. Ja. Also es ist kein Vorwissen von dieser momentanen Phase. Genau, also ich finde, man kann sogar sagen, selbst wenn ihr die X-Men-Filme und so nicht gesehen habt, also ja, ihr solltet halt wissen, wer Logan ist. So. Ja. Und, aber ansonsten funktioniert das. Das Einzige, was ich das Gefühl hatte, so, wenn man Loki nicht gesehen hat, schwierig. Also sie erklären zwar alles nochmal so am Rande, aber ich glaube schon, dass Leute, die da nicht drin waren, da ein bisschen verwirrt sein werden, was das Ganze angeht. Aber das Problem hat ja Marvel im Moment generell, dass sie halt gesagt haben, nein, die Serien sind nicht wichtig, um die Filme zu verstehen. Und die Serien sind total wichtig. Und man sitzt halt da, die Serien sind essentiell wichtig, um die Filme zu verstehen. Ja. So. naja, aber man kann sagen, bevor wir zum Spoiler-Part kommen, wie gesagt, es ist ein reines Wunder, dass dieser Film zustande gekommen ist im Prinzip. Also erstens, ne, dass ja Hugh Jackman nach Logan gesagt hat, das war's. Ich lege jetzt die Klauen nieder. Ich werde nie wieder Logan sein. Und er hat ja selber erzählt, dass er dann 3 Tage später im Hotel Deadpool gesehen hat und wirklich für sich dachte, fuck, was habe ich da gemacht? Und halt ab dem Moment überzeugt war, es muss diesen Film, also es muss einen Film mit Deadpool und Wolverine geben. Und ja, dass er ja wohl auch ohne seine Agenten anzurufen, Ryan Reynolds einfach angerufen hat und gesagt hat, hey, finden wir eine Möglichkeit, diesen Film zu machen? Und da hat es, glaube ich, 6 oder 8 Jahre oder sowas jetzt war, gedauert, bis dieser Film dann zustande kam. So, und also das fand ich auch ganz spannend zu erfahren, dass nicht Ryan Reynolds ihn überredet hat, sondern er gesagt hat, nein, das muss noch passieren. Ja, ja, dann wurde Fox aufgekauft und man dachte, okay, ja, Deadpool bei Disney, das wird never ever. So, und ja, also, und dass Disney das dann durchgewunken hat, dass das alles so funktioniert hat, dass sie all diese Schauspieler, die auftreten, nochmal ranbekommen haben für diesen Film. Also wirklich, ihr müsst euch, ohne, also das spoilern wir gleich natürlich erst, aber also die haben wirklich für Kleinstrollen nochmal wirklich große Schauspieler dazugeholt. So, ich habe von einem 4-Sekunden-Auftritt jetzt noch erfahren, den ich dir gleich noch erzählen muss. Oh, krass, okay.
Ja, also wirklich krass, dass dieser Film passiert ist, dass Disney das zulässt, ja, dass sich so über sie lustig gemacht wird. Und hat so auch so lustige Statistiken, sowas wie zum Beispiel, im gesamten MCU wurde irgendwie so und so oft... Ja, also im MCU wurde bisher 119 Mal Fuck gesagt, einmal in Guardians of the Galaxy 3 und 118 Mal bei Deadpool und Wolverine. Also das ist auch so eine lustige Statistik. Und allein da sieht man, dass halt Disney das alles durchgewunken hat. Ne? Also die ganzen, dass jetzt halt Kraftausdrücke gesagt werden und dass es halt brutal ist, dass man den 16-Rating hat und. Ja. Das ist schon alles sehr, sehr krass. Ja. Und es hat dem Film auch super gut getan. Also ganz ehrlich, es muss nicht jeder Superheldenfilm ab 16 sein. Es gibt Helden, die funktionieren. Thor. Ja. Also Thor muss jetzt nicht super brutal sein. Der wämst die Leute mit seinem Hammer. Aber es muss jetzt nicht jeder so Schädel zerplatzen. Aber ich glaube halt so... Ich hoffe für die Zukunft wirklich, dass sie bei Helden, wo das passt, sich halt zunehmend trauen, das auch zu machen. Weil klar, das MCU ist auch für Kinder. Aber ich würde behaupten, das Main-Fandom vom MCU sind mittlerweile Leute wie wir, so in ihren 30ern. Naja, die halt damit aufgewachsen sind. Die das quasi Anfang der 20, ihrer 20er und so weiter damit aufgewachsen sind. Aber ja, ich glaube, das ist halt das Hauptpublikum. Ich glaube nicht, dass sie sich mit 16er-Ratings so krass... Publikum wegnehmen. Naja, und das Gute ist ja, dass dieser Film zeigt, so 16er-Rating funktioniert, wenn du es richtig anstellst, weil, wie gesagt, jetzt schon bei 700 Millionen war es jetzt, Einspielergebnis, also es wird die Milliarde wohl knacken. Und was ich heute gelernt habe, ist zum Beispiel, dass ja, was R-Rating-Filme angeht, gibt es nur sehr, sehr wenige Filme, die überhaupt so Richtung der Milliarde überhaupt haben. Naja, klar, weil du normalerweise das Publikum schon einschränkst. Ja, es wird halt in Zukunft spannend, ne, weil... Na klar, die wollen natürlich, dass dann die großen Avengers-Filme und so weiter, dass die natürlich wieder für alle sind. Von daher glaube ich nicht, dass die viele 16er-Sachen machen werden. Also ich gehe zum Beispiel bei Blade davon aus, dass der schon ab 16 sein wird. Muss eigentlich. Wenn er denn jemals erscheint. Auch das kommentiert der Film. Das ist ja auch noch, ja. ja, also gucken wir mal. Aber es war jedenfalls sehr schön, dass das passieren konnte. Ja. Letztendlich. Auf jeden Fall. Ja. Also da große, große Empfehlung auf jeden Fall, um reinzugehen. Wenn du irgendwas mit den Superhelden-MCU-Gedöns anfangen könntest. So ja. Gut, dann würde ich sagen, können wir noch mit dem Spoiler-Part weitermachen. Dann schon mal vielen lieben Dank für alle, die jetzt abschalten, die sich noch den Film angucken wollen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Genau, und natürlich die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Grau und Entertainment, die sind alle ganz, ganz toll. Und dann würde ich sagen, geht's los mit Spoiler-Part in 3, 2, 1, Spoiler! Ja. Damit ich es nicht vergesse. Ja, erzähl. Ja, der vier Sekunden Cameo, was? Cowboy Pool ist Matthew McConaughey. Was? Und er sagt dann einfach nur dieses, das ist Peter, den gibt's für jeden von uns Deadpools. Jeder hat einen Peter. Das ist Matthew McConaughey. Was? Wie geil ist das denn? Ich habe heute erfahren, dass halt der Bruder von Tom Holland ein Cameo hat und einer der Deadpools war dort. Dass Ryan Reynolds nicht wusste, dass der es erst nachdem der Film rausgekommen ist, erfahren hat, dass der Bruder von Tom Holland mit da drin war irgendwie. Ja, generell auch, dass er auch seine Frau halt Ladypool gespielt hat, finde ich ja auch so fantastisch. Obwohl sie Deadpool nicht leiden kann. Obwohl sie Deadpool nicht leiden kann. Also diese gesamte Deadpool-Szene, weil es die Dead-Corps dann da reinkommt, ist so fantastisch. Ja, also ich fand generell, also sie haben das, also ich fand so viele Sachen waren auch viel cleverer, als man im ersten Moment merkt. Also zum Beispiel, dass hunderte Deadpools geprunt wurden und da unten sind im Void. Aber noch nie ein Wolverine da aufgetaucht ist. Ja. Fand ich einen ganz netten Kommentar, so dass Wolverine noch nie von der TVA erwischt wurde oder noch nie erwischt werden musste. Ja, genau. Weil bisher alle sich Zeitnorm entsprechend verhalten haben. Und aber Deadpool hat schon hunderte Male. So, Was Sinn ergibt, wenn man so nachdenkt. Vor allem, wenn man denkt, dass der theoretische alle Deadpools wissen, dass sie in einem Film sind oder in einer Serie sind oder sonst irgendwas. Ja. Ergibt schon Sinn, dass die größte Gefahr wahrscheinlich für sämtliche Zeitlinien sind oder so. Ja. Diese ganzen Cameo-Auftritte, ich fand sehr, sehr schön halt, dass sie dann wirklich geschafft haben, noch den Wesley Snipes dazu zu bekommen, den alten Blade noch dazu, Elektra, ich wollte gerade Katana sagen, dachte, nee, das ist falsch, Elektra, dass sie noch dazu bekommen haben und dass dann auch noch The Gambler sogar noch Gambit. Dann auch noch dazu kommt, eine der Haupt-X-Men-Figuren, die aber halt nie einen eigenen Film bekommen haben oder nie aufgetaucht sind in X-Men irgendwie. Ja, und damit ja Channing Tatum auch irgendwie einen Traum erfüllt haben, weil der halt diese Rolle, weil der den irgendwie total mag und diese Rolle unbedingt spielen wollte und dann irgendwie da auch schon was in Entwicklung war und dann wurde das aber abgesägt. So. Ja. Jetzt haben sie es ihm quasi nochmal ermöglicht, gerne zu spielen. Ich fand es sehr schön, dass sie mit Elektra respektvoll umgegangen sind, also weil es wäre halt, der Film ist halt
völliger Schrott. Ja. So, es wäre halt ein leichtes gewesen, darauf rumzutreten, ja, einfach, aber haben sie darauf verzichtet. Sondern sie einfach so, hey, Elektra gehört halt auch irgendwie in dieses Setting mit rein. Ja. So, und ja, auch schön, dass sie im Kontext, wo Elektra auftaucht, dann sagt, dass Daredevil schon längst nicht mehr ist und so weiter. Ja, ja. Und dann so, no, not the Daredevil. So. Ja, oder auch mit Magneto. Wir ja. haben Magneto. Magneto ist dead. Fuck! This thing is so cheap! Ja. Nee, ja, und dann diese ganzen Szenen, wie sie halt eigentlich diesen, eigentlich den ersten Superhelden, ne, so nach dem Motto, die ersten Superheldenfilme so richtig, ja, von Marvel, dass sie denen halt nochmal so einen endgültigen Abschluss wirklich ermöglicht haben. Dass das halt, ja, Wesley so mal in Blade reinschwimmen konnte. Und ich finde, er kann es immer noch cool rüberbringen. Auch wenn er natürlich jetzt längst wieder so gelenkig ist irgendwie und natürlich viel mit Stunt-Double ist, aber trotzdem einfach diese Aura, diese Ausstrahlung hat er einfach noch drauf. Ja. Also diese Szene mitten im Kampf, wo, also jeder in diesem großen Schlachtkampf natürlich seinen Moment bekommen irgendwie, und als er dann halt wirklich da eine Kugel irgendwie abbekommt, seine Knarre zückt und einfach eiskalt den anderen erledigt und halt wirklich einfach, wie er da steht, dieser stoische Typ war so, that is Blade. Ja. Der einfach so, ja, das ist die Ausstrahlung von ihm. Fand ich sehr cool. Und ja, dass auch jetzt halt Gambit halt da seine Fähigkeit mal so richtig zeigen konnte, irgendwie mit den Karten, die explodieren, dass der Typ auch ein sehr krasser R-Rated-Film wäre, wenn er wirklich das so darstellen würde, ja, dass halt einfach alle explodieren, sobald er irgendwie getroffen hat. Und ja, und auch Elektra, dass sie halt einfach damit ihren Kling nochmal so ein bisschen, auch ein paar andere Cameo-Auftritte so ein bisschen erledigen konnte. Das fand ich auch noch so cool, dass sehr viele aus den alten X-Men-Filmen, die kleineren Rollen, ja, der Feuertyp, der dazu kam, mit der langen Zunge da irgendwie, die, ja, mit den Fingernägel klauen, dass die alle nochmal so einen kurzen Auftritt hatten. Das war für mich schon nostalgisch, weil ich habe diese ganzen alten Filme geguckt und fand die alle cool. Und dass sie jetzt alle noch so einen Abschluss bekommen haben irgendwie, dass man sie nicht vergisst, irgendwie so dem Motto, ja, fand ich sehr, sehr cool. Ja, ja, und halt auch indirekt, also ne, Magneto und Charles Xavier zumindest erwähnt. Ja. So, und ja auch mit Charles Xavier quasi die Hauptmotivation für die Bösewichtin so ein Stück weit, genau, geschaffen. Ja, ich persönlich, also ich muss dazu sagen, leider dadurch, dass ich auf X bin oder Twitter, und den Film nicht in den ersten Tagen geguckt habe, also gefühlt, ich wusste jedes Cameo und jeden Gag und so, ja, weiter und so fort. Aber es war gar nicht schlimm, weil für mich löst es zum Glück meistens aus so, okay, ich freue mich drauf, den Kontext zu sehen, ja, dafür. Und ja, also ich glaube, mein heiliges Highlight. Mein, ja, heiliges, mein heiliges Highlight. ja, wie der heilige Cap, nämlich. Ja, ja, ja. Wie der heilige Captain America war Chris Evans. Ja. Der halt als Human Torch nochmal aufgetaucht ist. Was halt auch wieder cool ist, weil jetzt der Fantastic Four Film, der neue, gedreht, ja, wird, so da nochmal eine Brücke geschlagen. Und ja, also da, das ist das, was ich meine. So, klar, das war auch im Prinzip einfach Nostalgie, aber dadurch, dass Deadpool ihn halt sieht und halt weiß, das ist Chris Evans und halt denkt, oh, Captain America ist hier, in Void, und ja, er dann auch so, fürchtet euch nicht, Freunde, zusammen schaffen wir das, und dann so, er wird es sagen, Avengers, Flame on! What? So, und halt wirklich so diesen schönen Kontrast zu haben, dass Chris Evans, der jetzt halt für Captain America deutlich bekannter ist als für, ja, Human Torch, ja, der halt immer, der war, hey, nicht fluchen und so weiter und so fort und wir halten das alles clean, dass der jetzt halt einfach nur vor sich hin flucht und, ja, einen nach dem anderen raushaut. Das hat einfach dadurch die Endcredit-Szene halt wirklich ist, wo der Mann sagt so, alle sagen, ich hätte ihn umgebracht, aber zeig mir doch mal, wie es wirklich, ja, war. Und dann zeigt mir halt wirklich, er halt geflucht hat, wie sonst was irgendwie über die Bösewichte. Ja. Und dass der wirklich die Wahrheit gesagt hat im Film von wegen, er hat das alles gesagt, er, ja, war das. Das fand ich auch so herrlich. Ja, also fand ich sehr, sehr lustig, was man damit gemacht hat. Nice Pool fand ich großartig. Ja. So, allein dafür hat sich Dogpool schon gelohnt, weil wir Nice Pool bekommen haben. Ja. So, und das war halt wirklich, und das fand ich halt auch so schön, dass man trotz allem nicht vergessen hat, dass Deadpool schon ein ziemliches Arschloch ist. Ja. So letztendlich. Weil ja, er dann halt diesen Hund haben will und deswegen ihn erstmal nicht abgeben will. Und im Moment, wo er seine Gelegenheit sieht, Nice Pool so umbringen zu lassen, macht das halt auch. Und dass er wirklich wieder ihn dann erst vor sich hält, damit er abgeschossen wird. Dann so, wie lange brauchst du, bis du dich regenerierst? Regenerate? So. Und dann realisiert er, oh,
Das ist der einzige Deadpool, der sich nicht wiederherstellt. Also, ich bring dich in Sicherheit und zerrt ihn dann über dieses Schlachtfeld. Oder er nimmt aus dem Schlachtfeld noch so stehen bleibt. Schiu, ich muss da kurz mich wieder zur Luft holen. Du wirst leben, sprich mir nach, du wirst leben. Und dein Kopf einfach explodiert. Wenn alle Deadpools auf ihn geschossen haben. Und er dann da sitzt und versucht, ihn wiederzubeleben und das Blut aus dem Mund spritzt. Er so, ah Mann! So ärgerlich. Und er auch die goldene Knarre noch von ihm nimmt, die er unbedingt haben wollte. Ja, es ist herrlich. Und der Hund ist auch ehrlich seiner ist und ja, und dann auch dieser Moment fand ich auch so cool, wo dann aber die beiden halt dann die anderen Deadpools gewesen und dann halt dann Hugh Jackman halt wirklich die Maske von Wolverine so aufsetzt irgendwie, wo du denkst so, jetzt war so ein Comic-Move irgendwie. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, und dann natürlich die zwei Sachen, die wir meinten, wo sich über Disney selbst lustig gemacht wird. Weil einmal im Prinzip zu Blade gesagt wird, ja, ich bin auch der einzige Blade, so, und quasi gesagt wird, weil die den Blade-Film nicht geschissen bekommen, gerade. Ja. Und das ist ja wirklich so, also ich glaube, der Blade-Film ist mittlerweile im dritten Rewrite, weil es alles nicht funktioniert hat, weil alle, die es gelesen oder irgendwie Test-Screenings gesehen haben, waren so, was ist das für ein Scheiß? Ja. So, Mahershala Ali war wohl zwischendurch kurz vorm Aussteigen, weil er gesagt hat, ey, dieses Projekt ist so im Chaos. Das klappt eh niemals. Das klappt nicht so. Also, ja, weißt du, kriegen schon Oscar-Preisträger ran. Ja. Und kriegen den Film nicht hin. Und, also, Blade wäre nun wirklich eigentlich nicht schwer zu schreiben. Aber irgendwie allein zu lesen, dass im ersten Draft, wo bei einem 90-Minuten-Film zwei Action-Szenen drin waren, bei Blade. Ja. So. So. Was machen sie aus was, dem? Was also, machen was sie da? Das? Naja, und das wurde kommentiert. Aber eben auch, dass Deadpool dann an einer Stelle wirklich so sagt, hey, wir wissen alle, Disney, ihr habt das jetzt probiert mit diesem Multiversum. Genau, Multiversum. Wir sind uns alle einig, das war ziemlich scheiße. Ja, so, aber ab jetzt. L und so. Just take the L. Go on. So. Also, das fand ich schon, dass das einfach so, dass gut. Disney gesagt hat, ja, ist okay, es war nicht gut, was wir hier in den letzten Jahren gemacht haben. Ja. Ne? Und klar, es wird immer so getan, als wäre das MCU tot. Also wenn man mal ehrlich ist, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, ein Film richtig gefloppt und das war Quantumania. Ja. So, ansonsten haben die immer noch ihre 700, 800 Millionen eingespielt. Aber ja, aber der Schneeball-Effekt war halt sichtbar, ne? Dass die Serien oft nicht mal mehr in den Top 10 meistgewatchten Shows aufgetaucht sind, weil halt alle gesagt haben, brauche ich jetzt ein Miss Marvel? Ah ne, und Marvels ist gefloppt, stimmt. Brauche ich jetzt einen Miss Marvel-Film? Brauche ich jetzt einen Captain America und oder so ein Falcon and Winter Soldier Serie. So, Loki Staffel 2 hat auch nicht mehr das Interesse geweckt, was vorher da war. Und eben auch dieses Wissen, dass es ja lange so aussah, als würde das jetzt so weitergehen. Ja. Weil, ganz ehrlich, also so cool ich WandaVision auch mag oder mochte und fand, ich habe an einer Agatha Harkness-Serie jetzt auch keinerlei Interesse. Nee, überhaupt nicht. Und jetzt habe ich letztens noch gelesen, dass ja White Vision wohl auch noch eine Serie bekommen soll oder sollte. Und ja, jetzt hat ja vor kurzem Kevin Feige gesagt, ey, wir werden uns jetzt wieder mehr auf Qualität und weniger auf Quantität konzentrieren. Man kann es nur hoffen, weil, wie gesagt, an sich habe ich ja immer gesagt, ey, wenn dieses MCU irgendwann nochmal cool wird, dann bin ich auch sofort bereit, wieder da einzusteigen. Weil ich mag diese Superhelden-Sachen eigentlich sehr gerne. Aber in den letzten Jahren war halt wirklich einfach kreativ pures Chaos. Und ja, dass es halt jetzt absehbar war, dass es immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter performen wird, war eigentlich relativ klar. Ja. So. Und das wurde kommentiert. Aber dann hat man eben, finde ich, diese Gastauftritte nicht nur für Humor und Klamauk benutzt, sondern hat, wie ich mir fast schon gedacht habe, natürlich auch Laura oder X-23 mit reingebracht in das Ganze. Und die war dann natürlich dafür da, um den emotionalen Impact zusammen mit Hugh Jackman reinzubringen. Ja. Da sieht man auch nochmal einfach, wie viel Zeit vergangen ist, weil Daphne Keen war ein kleines Mädchen oder beginnende Teenagerin beim letzten Film und jetzt ist sie einfach eine junge Erwachsene, die hier rumläuft. Und ich finde, das halt sehr gut funktioniert, dass wir halt diesen, also ich fand generell so diesen gebrochenen Logan zu sehen, der quasi in seiner Ansicht dafür gesorgt hat, dass alle X-Men gestorben sind in seinem Universum. Genau. Der einfach sich nur besäuft und sagt, ich bin kein Held, ich habe alle sterben lassen und im Stich gelassen. Ja. So, und dass sie quasi ihm dann nochmal sagt, hey,
der Logan, den ich kannte, der war hoch angesehen, alle haben ihn als einen Helden gesehen, er hat mein Leben gerettet, so, und ihm halt quasi so diesen Schubs gibt, hey, wir gehen da morgen hin, wir werden uns Cassandra Nova stellen, aber ohne dich schaffen wir es nicht. Ja. Auch sehr cool halt, dass ja, also generell Hugh Jackman es auch gespielt hat, war auch ja fantastisch. Also der ist einfach ein wirklich, wirklich guter Schauspieler, dass er halt sowohl diese klamaukigen Sachen bekommt, diese Action-Szenen hinbekommt und dann trotzdem auch diese dramatischen Szenen so extrem emotional auch schafft. Also er ist wirklich, wirklich gut. Ja, ich glaube, eine meiner liebsten Szenen im Film war wirklich, wo er in dem Honda, bevor der Kampf kommt, sein Ausraster gegenüber Deadpool bekommt und ihm halt wirklich quasi sagt, dass er allen auf die Nerven geht, dass er kein Held ist, dass er nie im Leben die Welt retten wird, so, und dass er immer das letzte Wort haben muss und dass er dann auch durch dieser Satz so und wir alle würden uns wünschen, du wärst tot, aber die bittere Ironie ist, dass du nicht sterben kannst. Ja. So, und dass er dann halt sagt, hast du dazu jetzt nichts zu sagen? Und Deadpool das erste Mal quasi schweigt. Ja. So, also am Anfang macht das auch schon mal mehr so, weil er nicht kooperiert. Und hier war es wirklich so, er hat es geschafft, dass Deadpool sprachlos war. Und er hat auch gesagt, ich werde dich jetzt bekämpfen. Ja. So, das zeigt halt wirklich, dass Hugh Jackman halt wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Umso cooler, dass ihm aber so diese Wolverine-Rolle so am Herzen liegt. Und auch für den ganzen Quatsch, der damit passiert, bereit ist. Also das mit Laura hat für mich auch alles gut funktioniert. Ich war sehr froh, also ich hatte zwischendurch wirklich das dachte ich, als dann dieses Monstrum wieder kam, ich habe den Namen vergessen, ehrlich gesagt, Deadpool und Wolverine halt 4 Sekunden haben, um in das Portal zu springen, dachte ich so, aber ihr erzählt jetzt nicht, dass jetzt Blade, Elektra, Gambit und Laura einfach von diesem Viech gefressen werden, oder? Weil, wenn das jetzt so gewesen wäre, die lassen sie jetzt da zurück und die sterben, weil das Ding ja eigentlich darüber walzen müsste, da war ich so, okay, das würde mich mehr stören und würde für mich mehr das Erbe von Logan mit Füßen treten, wenn jetzt einfach X-23 stirbt. Naja. So, und das war jetzt, ist jetzt weg. So, aber ja, man hat dann zum Glück verkauft, das Viech ist auf sie da oben losgegangen und die waren da drunter. Auch sehr cool war auch damals der Spruch, den sie zu ihm gesagt hat, von wegen irgendwie, weil er doch immer sagt, so von wegen, ich bin nicht der, für den du mich hältst, oder irgendwie sowas sagt er doch. Ja. Und du sagst so, das sagst du jedes Mal. Ja. Oder du bist niemals der, der die Leute angeblich brauchen, oder der angeblich irgendwas rettet. Weil es ist ja wirklich, ich glaube, in jedem Film sagt der Wolverine, glaube ich, irgendwie so diesen Satz. Ja, und generell ist Wolverine ja immer der roughe, tragische Held, sozusagen. Und ja, fand es dann auch schön, dass sie dann am Ende quasi in Dimension minus 10.005 geholt wurde und quasi mit einem neuen Logan wieder vereint war. Das hat mir gut gefallen und war dann eben auch emotional funktionierend. Ich fand auch durchaus mir war schon fast klar, dass irgendwie jetzt keiner von beiden sterben wird in diesem Film. Aber ich fand trotzdem so dieses, wo Logan halt zu Deadpool sagt, nee, ich muss es sein, guck mal, du hast hier noch Familie, du hast hier noch was zum Leben, ich hab nichts mehr. So, und ich muss es sein, der mich jetzt hier quasi am Ende opfert, um dieses Gerät aufzuhalten, den Time Clipper, und dann Deadpool ihn reinlegt und stattdessen reingeht. Auch dann natürlich in typischer Deadpool-Manier. Erst dieser emotionale Moment und dann aber natürlich trotzdem klamaukig und vor dem Fenster dann so den Superman macht, die Treppe runtergeht und so weiter. Aber natürlich es sein musste, wie man es gedacht hat, nämlich dass er es alleine nicht schafft und dass im letzten Moment Wolverine die Tür aufbricht, dazu kommt, seine Klauen da reinrammt. Natürlich sein Suit noch sich in Luft auflöst, damit sich das ganze Training auch nochmal gelohnt hat. Nur Jackman ist 56. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. Es war ja auch der Hauptgrund, warum er gesagt hat, er will das nicht mehr machen, weil jedes Mal diese Trainingsroutine halt zu krass ist. Hart ist einfach. Und die beiden Hand in Hand quasi, man denkt, sich in Luft auflösen, von Materie und Antimaterie zerstört werden, aber natürlich ist das nicht so. Und wie gesagt, ich habe irgendwie erst 2 Tage vorher durch Zufall ein Video gesehen, was für mich ganz cool war, weil es für mich dann sogar Sinn ergeben hat, dass das so war.
weil ich gelernt habe, dass quasi die Heilungsfähigkeit von Wolverine und von Deadpool die exakten Gegenteile voneinander sind, weil Wolverine sich wirklich heilt und sein Körper quasi blitzschnell Wunden schließt und das durch neue lebende Zellen ersetzt, genau, während halt Deadpool ein laufender Krebs ist und eigentlich alle seine Zellen schon tote Zellen sind, ja, und quasi Wunden durch neue tote Zellen geschlossen werden. Also im Prinzip sind sie das Leben und der Tod. Ja. Und dass sie dann quasi Materie und Antimaterie ausgeglichen haben, wurde vom Film nicht so gesagt, aber es war für mich irgendwie ein ganz cooles Hintergrundding dazu. Und naja, dann wird natürlich der TVA-Dude, Mr. Paradox, gestellt und sagt, ja, ich habe alles versucht, aber diese beiden Helden sind da reingegangen, um das alles zu stoppen, was Cassandra Nova gemacht hat, nicht ich, Cassandra Nova war das alles, und wir können jetzt nichts mehr für sie tun, und dann sagt er, ja, und da sind wir wieder, und der, fuck, why don't you die, so, ja, war sehr schön. Ja, und da die Szene, wie halt dann alle auch auf Hugh Jackmans Muskeln schauen und so weiter, und der wird so, kannst du was anziehen, also wirklich, ja, und dann auch der einfach so, oh. Das war auch so, ja, so, ja. Cassandra Nova als Bösewichtin fand ich, also ich fand, sie hat super geschauspielert, ja, und fand so dieses völlig derangede, weil sie seit Kindheit an in der Void da rum sitzt, fand ich auch cool. Also ich mochte optisch diese Fähigkeit, dass sie in die Köpfe der Leute reingreift, extrem, halt so mochte ich sehr, und ja, sie hat halt sehr wenig Screentime bekommen, also sie ist dem Opfer geworden, dem viele Marvel-Villains zum Opfer werden, dass man so denkt, du wärst eigentlich ein richtig cooler Bösewicht für einen größeren Arc gewesen, letztendlich, weil ich glaube, gerade wenn die X-Men ja jetzt auch im MCU stattfinden können und so weiter, da die Schwester von Charles Xavier, die völlig verrückt durch den Void geworden ist, zu haben. Wäre sehr interessant eigentlich. Wäre sehr interessant gewesen. Also man weiß ja nicht zu 100%, ob sie jetzt wirklich endgültig tot ist. Kann ja sein, dass sie auch irgendwie überlebt hat, weil Materie, Antimaterie und Explosionen und so weiter. Das ist ja nie so 100% im MCU. Ja. Oder ja, wie gesagt, wir sind ja auch gerade in einem Multiversum. Und später, also bis zu Doomsday, werden sie es ja auch nicht auflösen, das Ganze. Richtig. Ja, also mal gucken, aber ich fand mit dem bisschen Screentime, was sie bekommen hat, fand ich sie ziemlich cool. Sehr cool. Und wie gesagt, ich fand auch da so dieses, dass ja, sie quasi das Gefühl hat, Charles Xavier sucht nicht nach ihr, hat sie im Stich gelassen. So, und ja, dass sich das quasi sehr klein auf quasi bei ihr eingebrannt hat. Mein Bruder lässt mich hier im Stich. Und ja, auch so, dass TVA sie im Prinzip ja als Kind gepruned hat, weil sie erkannt haben, die wird zu gefährlich irgendwann mal. Ja, fand ich funktionierend, aber wurde halt jetzt sehr wenig ausgespielt. Aber wie gesagt, das ist immer das Problem, wenn du so einen Film hast mit super vielen Charakteren und mit super vielen, was man reinbringt, dann muss irgendwas zu kurz kommen, und das sind dann bei Marvel halt meistens die Bösewichte. Die Bösewichte halt einfach, so, die dann nicht ihren vollen Glanz entfalten können, letztendlich. Ja, genau. Und ja, das Deadpool Corps war natürlich auch sehr schön. Und ja, auch da irgendwie sehr Deadpool, dass nicht am Ende sich alle Deadpools zusammentun, um die Welt zu retten, sondern eigentlich alle nur auf Jagd nach Prime Deadpool sind. Genau. Und ja, eben angeführt von Ladypool, Blake Lively, seiner Frau. Aber ja, auch ein schwebender Kopf, Deadpool, Kidpool. Kidpool, Babypool. Babypool, Cowboypool und so weiter. Und ja, diese Kampfszene von der Seite war schön. Auch da hat jemand auf Twitter geschrieben, da musste ich sehr drüber lachen. Dass er schrieb, das sieht aus, als hätte der Regisseur Sean Levy Oldboy gesehen, da gibt es halt auch so eine ganz lange Kampfszene von der Seite, aber hätte nicht verstanden, was diese Szene so großartig macht, und es ist glorreich. So, weil es so zu Deadpool passt, so einfach Masse, Rauch, Blut, Gewalt, alle sterben. Es gibt eine Szene, wo Deadpool zu Boden geht und das Deadpool-Core Wolverine stürmt und man sieht dann nur die Gedärme und Einzelteile. Und dann wie halt Deadpool Wolverine schiebt, dann halt Wolverine sich durchmassakriert irgendwie. Dann wie sie in den Bus reingehen, wie die Deadpools auch Angst hat vor ihm, hat versuchen zu entkommen, aber wie Cowboy Deadpool versucht oben rauszukommen, wie er reingezogen wird. Ja, und natürlich der glorreiche Abschluss, diese beiden dann halt aus dem Bus herauskommen. In Zeit, wo Deadpool einfach abstürzt. Und der Deadpool sagt so, fuck, die werden sich alle jetzt an meinen Absturz erinnern, nicht an diese glorreiche Szene, was soll denn das?
Ja, und dann aber halt instant auf einmal alle Deadpools halt wieder zum Leben erwachen, so von wegen so, ach ja, die können sich ja alle regenerieren, ja. Also die sind gar nicht so richtig tot. Aber dann kommt Peter. Peter! Ja, weil wir gelernt haben, jeder Deadpool hat einen Peter. Alle lieben Peter. Ja, also war schon ziemlich cool. Ja, und auch eine sehr schöne Szene war, als Deadpool auf Wolverine-Suche gegangen ist. Ja. Und dann auf einen Mini-Wolverine getroffen ist, oh, der aber Mafia-Boss-Anführer ist. Ja. So, ja, und so einen anderen kriminellen Wolverine, der ihn dann am Pokertisch einfach gekillt hat. Einer hat ihn in die Straßen vermöbelt und so weiter und so fort. Aber dann natürlich der wichtigste Auftritt, natürlich so, was ist der? Cavalrine oder so, ja. Weil ja dann Henry Cavill dann halt da in so Marine-Outfit-mäßig da dann dasteht, auch ein Motorrad halt noch da richtig mega männlich dann auch noch da ja. Motor aufheulen lässt, sich dann zu ihm umdreht mit der Zigarre im Mund und dann auch der sagt so, oh, Henry Cavill! Und er doch zu ihm sagt, so, du wärst ein würdiger Nachfolger, wir lieben dich und alles. Ja, ja und halt auch wirklich auch da wieder so, ne, natürlich wird DC nicht gesagt, so, aber dass er halt sagt, ja, und wir haben alle gesehen, wie die da unten die Straße runter auf dich gepisst haben und das würden wir niemals tun und ja. So weiter. Und ja, also ich habe ja die Theorie, dass das so ein bisschen Tuchfühlung war, ja. wie das Publikum auf einen möglichen Henry Cavill als Wolverine reagieren würde. Und ganz ehrlich, ich saß da und war halt wirklich immer so, Wolverine sollte nicht neu besetzt werden. Also wenn Hugh Jackman es nicht mehr macht, dann sollte ja. Wolverine einfach nicht mehr sein, weil es gibt keinen, der das ersetzen kann. Und dann habe ich das gemacht, so, ha. Ja, muss ich auch sagen. Ich fand, ja, es würde auch gut zu ihm passen. Ja. Also, der Bart passt sich zwar extrem so ja, zu gut, ihm. Ja gut, aber muss man ja nicht aber, zwingend machen. Aber ansonsten, ja, von Statur her und wie er es so dargestellt hat, war schon so, ja, doch, das... Ja, und ich sag mal so, bei Wolverine, klar, also ich glaube, Henry Cavill ist jetzt nicht sehr Charaktermime wie Hugh Jackman. So, aber das, was Wolverine ja 90% der Zeit ist, nämlich so old und rough und grimmig, das hat er mit Geralt bewiesen, dass ja, er das kann. Deswegen, das kann er. So, also, ja, ich weiß echt gar nicht, wie viel jünger Henry Cavill ist als Hugh Jackman, aber jünger. Ja, wer weiß, vielleicht war das ja ein... Wer weiß, vielleicht dann irgendwie, wenn sie dann wirklich mal den Cast von X-Men ankündigen, vielleicht ist dann Henry Cavill dabei. Ey, und jetzt stell dir mal vor, wenn Henry Cavill am Ende seiner Karriere einfach Geralt von Riva, Superman und Wolverine gespielt hat. Ist nicht schlecht. Ja. Kann man machen. Und stell dir vor, dass es völlig mit seinem 40k-Universum dann auch noch funktioniert, wenn er dann irgendwie so der God-Emperor da auch noch spielt oder ja. Irgendwie sowas. Also hat er schon sehr viele coole Rollen in sich. That's ja. Not bad. Ja. Genau, also das war auch noch ein schöner kleiner Moment. Ja, ja und dann quasi das Ende, wo sie beide zumindest erstmal die Masken niederlegen. Ja. Weil ja Deadpool eben Wolverine fragt, hey, werden wir dich nochmal wiedersehen im Suit? Und er sagt, ja, not likely. Und will gehen und dann sagt er, hey, bleib mal hier und stellt ihn seiner Familie vor. Ja, und die ganze Zeit im Film wird zu ihm sagt so, jetzt gehörst du ja Disney. They will milk it here, 90. Ja. Ja, aber das war sie zweimal so. Ja, lass ihn das mal bis er 90 ist und dann spielt er nochmal. Tell your 90. So, und ja, mal sehen. Aber fand ich dann auch schön, dass Logan eine neue Familie gefunden hat. Ja. Weil mir auch offenbart wird von der TVA, nein, sein Universum kann nicht wiederhergestellt werden, weil das, was da passiert ist, hat ihn jetzt zu dem werden gemacht, werden. Der er ist. Und nur deshalb kann er quasi jetzt das neue Anchor-Being ja. sein. Oder es ist Deadpool. Wahrscheinlich ist es ja Deadpool. So, aber, oder sie zusammen. Ein Doppel-Anchor-Being. Ja. Und ja, nur deshalb kann er jetzt der sein, der er ist. Und deswegen müssen sie das so lassen. So, und jetzt hat er seine neue Familie und Laura ist damit drin. Und ja, die Masken, der Shot geht auf die Masken, die da beide liegen. Und das fand ich schön gelöst. Ja, ja und ja, auch in den Credits hat einfach nochmal so diese ganze... alten Filmausschnitte, wie halt die alten X-Men-Filme und Blade und Elektra und so weiter gedreht worden sind, davon die ganzen alten Shots nochmal zu sehen, war auch nochmal sehr schön, so von wegen so Verabschiedung nochmal daran. Also ja, das haben sie auch sehr, sehr süß gemacht, dass sie ja. da nochmal so eine Ehrerbietung an die ganzen alten Filme irgendwie so bieten. Weil sie haben ja auch da den offenen Witz gemacht, von wegen, dass das Sterben oder das Ende von 20th Century Fox, als sie da im Void sind, wo das riesige 20th Century Fox Logo wurde geprunt und ist da halt so halb im Sand vergraben irgendwie. War auch noch sehr lustig.
Ja, der erste Kampf zwischen Deadpool und Wolverine war so, wo Deadpool auch in die Kamera so schaut und sagt so, darauf habt ihr gewartet, nicht wahr? Ja. Genießt es. Und dann sie weit aufeinander losgehen. Ja. Ja, Sabertooth hat man auch nochmal mit reingeworfen. Ja, genau. Der Wolverines Bruder da mit einem Schlag. Auf diesen Kampf haben die Fans 20 Jahre gewartet. Zing! Kopf ab. Ja. Ja. Also war schon ziemlich gut. Wir haben bestimmt auch irgendwas vergessen. Aber ja, ich bin mit einem breiten Grinsen aus dem Kino gekommen. Und ja, es fällt irgendwie auf, dass das im Moment beim MCU immer dann funktioniert, wenn es diese Filme sind, die etwas abgekapselt sind vom Rest des Ganzen. Also Guardians 3 hat sehr funktioniert und war ja auch dieses Abschlussding. Genau. So, und jetzt hier, das hat gut funktioniert. Immer wenn es irgendwie so mehr oder weniger abgekapselt ist vom Rest, dann funktioniert es. So. Ja, es würde jetzt halt interessant werden, wirklich denn jetzt mit Brave New World, wie ob sie es schaffen, damit die Kurve zu kriegen irgendwie, nochmal ein MCU zu restarten so ein bisschen. Ja. Und dann halt vor allem halt mit Fantastic Four und dass jetzt Rodan Jr. als Dr. Doom wieder zurückkommt und so. Wird noch sehr interessant werden, wie das jetzt noch wird. Ja, es ist halt generell spannend. Ne? Also wir haben natürlich auch über diese Robert Downey Jr. Entscheidung gesprochen und was man ihnen halt lassen muss, ist, sie haben damit auf jeden Fall das erste Mal seit Jahren Buzz kreiert fürs MCU, weil ganz ehrlich, niemand hat über diese Avengers-Filme gesprochen. Nö. Und jetzt wird drüber gesprochen. Ja. So. Ja, man muss eben auch dazu sagen, dass natürlich ein bisschen sie das Problem hatten, dass eigentlich Kang der große Bösewicht hätte sein sollen. Richtig. Für die Avengers-Filme. Und ja, jetzt eben Jonathan Mayers dann nicht mehr so gefragt ist und sie jetzt austauschen mussten letztendlich. Klar, man hätte jetzt auch einfach einen neuen Kang casten können, aber ich glaube, sie haben auch da schon ein bisschen gemerkt, Kang funktioniert das funktioniert nicht. Alles nicht so richtig. Ja, weil da war wirklich dieser Fehler halt, dieses, dass ja Kang, um das wirklich so richtig zu verstehen, musstest du halt die Serien gucken, du musstest die Filme gucken, um überhaupt wirklich so Kang zu verstehen, diesen Bösewicht, der jetzt irgendwie da kommt. Ja. Und das hat einfach nicht funktioniert, so irgendwie. Ja. Und deswegen, jetzt mit Dr. Doom versuchen sie, vielleicht machen sie es rein auf Filme, dass sie halt wirklich das Main Story wirklich nur mit den Film machen. Ja. Und dann wirklich doch wieder nur so Seitengeschichten mit Serien erzählt werden und irgendwie sowas. Ja, also mal gucken. Also ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man jetzt halt nur noch 2 Jahre hat, bis dann Doomsday auch schon kommen soll. Ne, es soll jetzt nächstes Jahr kommen 4 Filme, ne? Ich glaube, ja, es kommt Fantastic Four, Thunderbolts, dann halt Brave New World. Ja. Und theoretisch soll ja Blade irgendwann kommen. Soll ja auch irgendwann kommen, aber ja, aber das sehe ich nicht. Nee. Also ich glaube, das Wichtige wird jetzt wahrscheinlich noch. Also ich glaube, Brave New World wird gar nicht so wichtig werden für das große Ganze. Ja, vielleicht würde es eher so ein Abschluss von diesen ganzen Kang-Gedöns werden und was da passiert so, ist mit auch den Eternals. Und also ich glaube, wichtig wird jetzt, also bei den Fantastic Four, es spielt ja in den 50ern. Ja. Ich gehe mal davon aus, da wissen wir jetzt schon, dass Galactus der Bösewicht sein wird. Und ich vermute, am Ende werden sie wahrscheinlich vor Galactus fliehen in die Sacred Timeline und sie werden halt Dr. Van Doom versehentlich mitnehmen. So. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich da Robert Downey Jr., weil es ja in den 50ern spielt, so dem Motto irgendwie, dass er dadurch vielleicht denn der Bösewicht eigentlich wird und nicht der normale Iron Man oder irgendwie sowas. Ja, genau. Und ja, also ich sag mal so, ich finde, es ist eigentlich gar nicht mehr, gehört gar nicht mehr zur Review, aber man muss irgendwie jetzt drüber sprechen. Ja, also ich glaube, was halt wichtig ist, sie haben halt das Anchor-Being etabliert jetzt in Deadpool und ich glaube, dass das Anchor-Being für die Sacred Timeline war Tony Stark. Wahrscheinlich, ja. So, und dass man damit spielen wird. Und ich glaube, es ist halt, also, ich habe das gesehen und war auch so, ganz schöner Verzweiflungsmove. Ja, irgendwie, ja. Jetzt ihn zurückzubringen. Und er soll ja wohl horrende Summen bekommen dafür. Ich glaube, 100 Millionen. Also über 80 Millionen hieß es für beide Filme. Ich hab irgendwas gesehen mit 100 Millionen. Also, das ist schon absurd. Ja. Es ist auch wirklich so, dass der Film, also mit, oder das generell die Filme mit ihm müssen jetzt halt irgendwas mit 2 Milliarden oder irgendwie sowas dann machen, damit es sich wirklich rentiert. Also ich glaube halt aber wirklich, dass Disney sogar gerade sich darauf einlässt, Minus mit den Filmen an sich zu machen, in der Hoffnung, dass sie das große Ganze wieder boosten. Ja. Mein erster Eindruck war auch ziemlich auf Verzweiflungsmove. Ich glaube, es ist aber insofern schlau, weil sie damit halt zumindest
eine Person, an die das Publikum emotional investiert ist, wieder zurückbringen, ja, und halt dann clever damit spielen können. Also natürlich werden die darauf eingehen, dass der aussieht wie Tony Stark. Ja, ja, so, ja, genau. Und damit halt hoffentlich emotional spielen können, weil ich wirklich drüber nachgedacht habe und war wirklich so, ey, die haben seit Endgame, die haben das, was das immer ausgemacht hat, diese Charakterbeziehungen zwischen, ja, Iron Man und Captain America, so, Captain America und dem Winter Soldier, Scarlet Witch und Vision und so weiter. Das, was da so funktioniert hat, so diese wirklich tief emotionalen Beziehungen, das haben die mit nicht einem Charakter gespannt, ja, hinbekommen, weil es einfach so völlig planlos, wir werfen alles mal an die Wand, genau, war. Und ja, die werden jetzt in 2 Jahren auch nicht etwas derartiges nochmal hinbekommen. Ja. So, und ja, wahrscheinlich ist da jetzt irgendwie auch auf Tony Stark zurückzugreifen, so ihre einzige Methode, wie sie da Emotionalität reinkriegen können. Ja. So. Wahrscheinlich. Ja, also mal sehen. Ich bin. Aber ich muss auch sagen, wenn es einer hinbekommt, dann eher. Weil es ist ja wirklich, Dr. Doom ist ja de facto der böse Iron Man irgendwie. Der aus, also er kann zwar Magie einsetzen, aber sonst ist er auch einfach nur ein brillanter Wissenschaftler hier mit Kampfanzug und alles, also ja, ein bisschen wie Iron Man. Und auch, es ist ja immer so gewesen, dass Tony Stark war ja zwar theoretisch ein Held, aber er war ja immer halt auch so dieses Mittelding, dass er jederzeit in den Abgrund abstürzen könnte und total bösewicht werden könnte. Ja. Und da haben wir jetzt halt das Ding, wenn er halt nicht gut wird zum Iron Man, dann wird er halt böse zu Dr. Doom. Das gibt, ja, für mich auch so ein bisschen Sinn irgendwie. Ja, mal sehen. Also, wir dürfen gespannt sein. Ich habe halt ein bisschen die Sorge, dass durch die kurze Zeit, die man jetzt noch hat, man kann natürlich nicht diesen Thanos-Aufbau machen. Richtig. Dass man das über lange Zeit ankündigt und ankündigt und ankündigt. So, darüber wird es halt leiden. Und ich hoffe halt, dass er nicht zu kurz kommt, weil Dr. Van Doom halt eigentlich einer der stärksten Antagonisten, ja, im Marvel-Universum ist. Also das ist der Typ, der Thanos einfach seine Wirbelsäule aus dem Rücken gerissen hat, als der gesagt hat, du bist mickrig, ich bin ein Gott. Ja. Und dann Titan sozusagen hat Doctor Strange besiegt, also er ist stärker als Doctor Strange, als Magier und so weiter. Also es ist halt schon ein krasser Typ und ich habe halt die Sorge, dass das nicht so, naja, etabliert wird. Aber mal gucken. Aber ich mir vorstellen kann, ich habe Ausrede bekommen, weil es ist ja der zweite Film, der danach, nach Doomsday, kommt der Secret Wars. Ja. Und dann ist ja tatsächlich in Comics gibt ein Secret Wars in den 10er Jahren, wo Dr. Doom halt den Secret Wars auslöst. Und das da nämlich Secret Wars ist nicht mit hier Geheimagenten und so weiter, sondern anscheinend so ein riesiges, ja, so Kolosseum, Battle Royale mäßig, ja, wo halt irgendwie sämtliche Marvel-Helden aus allen möglichen Universen werden zusammengeholt, die müssen sich dann gegenseitig bekämpfen. Und Überlebenden sind dann die neue Sacred Timeline. Ja, Battleworld ist das. Genau. Ja, also da kann man ja vielleicht auch mal dazu sagen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe halt letztens eine Abhandlung gelesen, jetzt Spoiler, was ursprünglich hätte passieren sollen in Kang Dynasty. Also die ursprüngliche Idee, die sie hatten, war wohl, dass Kang halt alle terrorisiert und das Multiversum zum Einstürzen zu bringen droht. Und dass halt die TVA jetzt versucht, die Anchor-Beings aus allen Universen zusammenzusammeln, um ihn irgendwie aufzuhalten. Die scheitern aber und dadurch zerstört er quasi das Multiversum und erschafft Battleworld. Und da sollte dann der zweite Film spielen. Oh. Ja, ich denke mal, dass man davon jetzt abgekommen sein wird. Aber ja, mal gucken, was wir da jetzt bekommen. Ja, mal gucken. Ja. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir es gut durchgesprochen und noch ein bisschen mehr. Ja. Dann schreibt gerne einen Kommentar, wie fandet ihr denn eigentlich Deadpool x Wolverine? Und ja, würdet ihr weiterempfehlen? Fand ich es toll oder fand ich es ein bisschen klamaukig oder zu klamaukig, wer weiß. Ansonsten schaut euch gerne die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Graum Entertainment an, die sind alle ganz, ganz toll. Oder schaut auch gerne bei unseren anderen Kanälen vorbei, Graum Gaming, Gracemania und Prepare to Dice. Und dann würde ich sagen, halt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal, euer Ramen und euer Gauton. Ciao. Ciao.